Herzlich willkommen zu Spirit. Ich preise dich, Vater, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. An diesen Lobpreis Jesu lässt die Selig- und Heiligsprechung des 10-jährigen Jungen Francisco Marto denken. Er ist einer der drei Hirtenkinder, denen unsere liebe Frau von Fatima im Jahr 1917 sechsmal erschienen ist. Nur 2 Jahre nach den Erscheinungen starb er an den Folgen der spanischen Grippe. Im Jahr 2000 wurde er von Papst Johannes Paul II. Zusammen mit seiner Schwester Jacinta selig gesprochen. 17 Jahre später sprach Papst Franziskus beide heilig. Anlässlich des 100. Todestages von Francisco Marto am 4. April 2019 möchte ich mich nun mit Vikar Christian Stadtmüller über den jungen Heiligen unterhalten. Vikar Stadtmüller leitet das Fatima-Weltapostolat in der Diözese Würzburg. Herzlich willkommen, Herr Vikar Stadtmüller. Dankeschön. Die Marienerscheinungen von Fatima wurden 1930 kirchlich anerkannt. Im Jahr 1917 war das mit der kirchlichen Anerkennung noch ganz anders. Inwiefern hatten denn Francisco und die anderen Seherkinder, Lucia und Jacinta, in der Anfangszeit der Erscheinungen zu leiden? Das fängt schon in der Familie an. Jacinta war ein sehr gesprächiges Kind und hat gleich nach der ersten Erscheinung der Mutter davon berichtet und die war natürlich sehr böse. Und all das hat sich dann auch fortgesetzt im größeren Rahmen, als die Erscheinungen bekannt wurden. Also im August beispielsweise waren ja schon 20.000 Leute in der Cova da Iria, haben die Seherkinder mit großem Widerstand leben müssen. Also wir wissen vom heiligen Francisco, dass er gemobbt worden ist, würde man heute sagen, besonders in der Schule, vom Lehrer. Und man beschimpfte die Kinder als Scharlatane, als Habgierige, als Spinner, als Verrückte. Also ganz menschlich gesprochen wurde ihnen ganz schön zugesetzt. Die Seherkinder hüteten ein Geheimnis, das sogenannte Geheimnis von Fatima mit 3 Teilen. Es wurde erst im Jahr 2000 vollständig veröffentlicht. Einmal wurde ihnen sogar der Tod angedroht, in dem Fall, dass sie das Geheimnis nicht preisgeben. Könnten Sie diese Begebenheit einmal erzählen? Ja, klar. Die Kinder hatten grundsätzlich damit zu kämpfen, dass ihnen niemand glaubte. Sie haben auch die Mutter Gottes gebeten, beziehungsweise Lucia, wirke ein Wunder, damit die Menschen uns glauben. Und man wollte ihnen das auch austreiben. Und daran hatten natürlich vor allen Dingen auch die staatlichen Instanzen Interessen. Portugal war ja ein säkularer Staat geworden, ein antikirchlicher Staat. Und es war der 13. August 1917, als sich eben schon Tausende versammelt hatten. Und die Kinder wurden aufgehalten, in die Cova da Iria zu gehen. Man wollte ihnen das Versprechen abbringen, überhaupt noch einmal dorthin zu gehen. Und man hat sie dann weggebracht von zu Hause. 2 Tage waren sie von zu Hause weg. Für so kleine Kinder sicher sehr, sehr schwierig. Und man hat ihnen den Tod angedroht. Dann gab es Verhöre bzw. Gegenüberstellungen und man hat jeweils über den anderen gesagt, er wäre schon im siedenden Öl gestorben. Und man hat dann zu Francisco gesagt, deine Schwester ist schon tot, möchtest du jetzt nicht widerrufen und sagen, dass es nicht stimmt? Und er hat dann ganz klar gesagt, nein, das, was wir gesehen haben, ist die Wahrheit. Und dann hat man die Kinder wieder zusammengeführt und nochmal Druck gemacht, man würde sie umbringen und die Kinder haben wieder Stand gehalten und dann ist ja die Mutter Gottes erst im Anschluss an die Gefangenschaft erschienen. Das heißt, Francisco und alle 3 Kinder waren zum Martyrium eigentlich bereit. Francisco hat nicht über das Geheimnis von Fatima gesprochen. Was hat er überhaupt über die Marienerscheinungen gesprochen? Francisco hat das in die Tat umgesetzt. Also das, was er von Lucia erzählt bekommen hat, hat er sehr ernst genommen und er war ja ein eifriger Beter oder einer, der auch geopfert hat
würde man im Sprachjargon der damaligen Zeit sagen, einer, der sehr viel auf sich genommen hat. Und ich denke, dass er nicht viel über die Botschaft sagen musste, sondern das ausgeführt hat, in die Tat umgesetzt hat, was die Mutter Gottes bzw. auch der Engel 1916 in den Erscheinungen gefordert haben. Die Hauptseherin von Fátima war ja Lúcia dos Santos. Nur sie hat während der Erscheinungen von 1917 mit der Mutter Gottes gesprochen. Dennoch haben auch Jacinta und Francisco die Mutter Gottes gesehen. Welche Rolle spielen denn die beiden schweigenden Seherkinder für die Mission Fátimas? Es ist sehr interessant, nur Lúcia hat die Mutter Gottes gehört und gesehen. Jacinta hat die Mutter Gottes gesehen und gehört, hat aber nicht mit ihr gesprochen. Und Francisco hat die Mutter Gottes nur gesehen. Für die Mission von Fátima ist, glaube ich, die Dreierzahl schon entscheidend, nämlich, dass es nicht nur einen einzigen Zeugen dieser Erscheinungen und der Botschaft von Fátima gibt, nämlich die Dienerin Gottes Lúcia dos Santos, sondern eben drei Gefährten, drei Kinder, die, und das macht ja das Verhör am 13. August 1917 auch deutlich, voll überzeugend Zeugnis gaben von der Echtheit, der Authentizität der Erscheinungen in der Cova der Iria. Zum anderen ist entscheidend wahrscheinlich auch, dass die beiden Seherkinder, die nun heilig gesprochen wurden, schon so früh verstarben. Das hat die Mutter Gottes ja angekündigt in den ersten Erscheinungen, schon im Mai und im Juni. Und sie hat ja auch gesagt, Lúcia wird sehr alt werden, ich brauche dich für die Verkündigung der Botschaft in der Welt. Aber der frühe Tod der Seherkinder, der sie ja zu Kinderheiligen gemacht hat, also wenn sie erwachsen geworden wären, wären sie keine Kinderheiligen, dann wären sie Erwachsenenheilige gewesen, ist eine wichtige Botschaft, die mit Fátima zusammenhängt. Francisco hatte eine sehr große Liebe zu unserer lieben Frau von Fátima. Wie äußerte sich diese Liebe? Es war der 13. Juni. Lúcia berichtet in ihren Erinnerungen davon, dass Francisco immer wieder davon erzählt, wie schön es war, in diesem Licht der Mutter Gottes zu stehen, Gott so nahe zu sein. Also es hat ihn sehr verändert und er hat verstanden, dass das, was die Mutter Gottes fordert, vom Himmel kommt und dass die Mutter Gottes es gut mit ihm meint. Es wird ja oft so ausgelegt, als hätte die Mutter Gottes was gegen Francisco gehabt, weil sie gesagt hat, er wird sterben, aber bis dorthin muss er noch sehr, sehr viele Rosenkränze beten. Francisco und die wohlmeinenden Analysten verstehen es immer als eine besondere Liebe der Mutter Gottes zu Francisco. Und die Übersetzer sind sich auch nicht einig oder die Interpretatoren, ob es heißt, Rosenkränze zu beten oder die Perlen in die Hand zu nehmen. Auf alle Fälle, Francisco war ein Beter des Rosenkranzes schier unentwegt. Also man konnte die Zahl der Rosenkränze über den Tag nicht mehr zählen. Und ich denke, dass das ein besonderer Ausdruck der Liebe zur Mutter Gottes ist, mit Maria das Leben Jesu zu betrachten und sie unentwegt zu grüßen im Ave Maria. Francisco hat die Mutter Gottes gerne gegrüßt und gerne gebetet, weil er sie gesehen hat, aber er hatte auch eine ganz starke Liebe zu Jesus Christus. Er hatte den Wunsch, wenn ich ihn mal zitieren darf, Jesus zu trösten und ihn glücklich zu machen. Was hat Francisco getan, um Jesus wegen der Beleidigungen Gottes zu trösten? Es zieht sich ja durch die Erscheinungen in Fátima durch. Schon der Engel ruft ja zu Akten der Sühne auf. Maria sagt ja, dass ihr Sohn beleidigt wird, dass er verletzt wird. Und das hat den heiligen Francisco zutiefst getroffen. Er zeigt da eine ganz große Sensibilität. Wir wissen von einer Begebenheit, die sein Vater im Seligsprechungsverfahren äußert, in den Vernehmungen, dass Francisco einmal nachts gestöhnt hat und geschrien hat und er dann ins Schlafzimmer ging und ihn weckte. Und Francisco war ganz außer sich und erzählte dann dem Vater, es ist für ihn so schlimm, dass Jesus leiden muss. Er hat an den leidenden Jesus gedacht, was die Sünden der Menschen ihm antun. Also eine ganz große Sensibilität für das, was Jesus angetan wird. Und dieser Ruf nach Sühne und Buße,
der einhergeht mit der Botschaft von Fatima, wird auf eine wunderbare Weise vom heiligen Francisco umgesetzt. Er versucht das zu tun, was der Engel ihnen gesagt hat und später auch die Mutter Gottes macht, aus allem, was ihr tut, ein Opfer. Und er fand ganz viele Möglichkeiten, ein Opfer zu bringen. Also er hat den anderen vorgeschlagen beim Hüten der Schafe, dass wir unser Mittagsbrot an die Schafe verteilen, um auf das Essen zu verzichten. Oder es wird berichtet, dass sie bei einer Tante zu Besuch sind und sie bietet ein Honigwasser an. So heißt es in der Vernehmungsschrift. Und Francisco möchte nichts trinken, obwohl er das natürlich gern getan hätte als Kind. Und also er übt Verzicht, er will Opfer bringen. Oder wir wissen davon, dass die Kinder sich einen Strick um die Taille gebunden haben. Jacinta hatte mal beim Spielen einen Strick um den Arm gebunden und hat gemerkt, es tut weh. Und dann fanden die Kinder, es wäre eine gute Möglichkeit, ein Opfer zu bringen. Und die Mutter Gottes geht später bei einer Erscheinung auch darauf ein und sagt, in der Nacht sollen sie den Strick nicht tragen. Also er hat wirklich versucht, Jesus zu trösten, indem er Opfer gebracht hat. Und ich denke, uns allen ist bewusst, dass Liebe immer mit Opfer zu tun hat. Und er hat sogar dieses Opfer gesucht. Ein wirklich außergewöhnlicher Junge. Das sieht man auch an seinen Zukunftsplänen. Können Sie diese Episode mal erzählen, wo er nach seinen beruflichen Zukunftsplänen gefragt wurde? Es wird berichtet von zwei Besucherinnen. Und wie das halt so ist, ältere Damen sprechen halt mit so einem Kind. Und dann fragen sie ihn, was willst du denn mal werden? Das ist ja heute noch genauso. Und dann gibt er keine Antwort und dann sagen die Frauen, du willst doch bestimmt zum Militär und eine schöne Uniform tragen. Sagt er, nein. Und dann sagen sie, vielleicht möchtest du Medizin studieren, Arzt werden, nein. Und dann dachten sie, sie wären besonders schlau und haben gesagt, na, du willst bestimmt Priester werden und Gott ganz nahe sein. Und dann antwortet Francisco, auch das nicht, ich möchte sterben und in den Himmel kommen. Wirklich eine außergewöhnliche Auskunft von einem Achtjährigen. Schauen wir nun zurück noch vor die Erscheinungen. Francisco war ja 8 Jahre alt, als er die Mutter Gottes zum ersten Mal gesehen hat, 1917 in der Cova da Iria. Welchen Charakter hatte er damals? Francisco wird im Gegensatz zu seiner Schwester Jacinta, die als streitwütig gilt, als so ein bisschen Alpha-Tier, die gerne gewinnt beim Spielen, als ein sehr ruhiger Junge dargestellt, gerade auch in den Vernehmungsakten für die Seligsprechung, einer, der sehr zurückgezogen ist. Die anderen wollen nicht mit ihm spielen, weil er immer verliert. Also einer, der keinen großen Ehrgeiz hat, ganz im Gegensatz zu Jacinta, die dann ausgerastet ist, wenn sie verloren hat. Und das kam wohl selten vor. Er war jemand, der ganz seinem Namenspatron nachgeeifert ist in der Liebe zur Natur, zu den Vögeln. Also er hat eine ganz, ganz große Liebe zur Natur gehabt. Er hat gern musiziert. Da gibt es eine Begebenheit, das vielleicht auch über seinen Charakter Auskunft gibt. Er hat dem Vater mal Geld gestohlen, um sich eine Mundharmonika zu kaufen. Es war also vor der Begegnung mit dem Himmel vielleicht ein ganz normaler Junge mit besonderen Charakterzügen. Der Vater berichtet allerdings davon, dass er manchmal wild wie ein Ochse werden konnte und wohl auch sehr lebhaft war. Alles in allem würde ich sagen, es war ein normaler Junge mit Leidenschaften wie ein normaler Junge, der aber vor allen Dingen vielleicht wortkarg war, still war und keinen Streit gesucht hat. Sie haben gerade schon den Vater erwähnt. Aus welchem sozialen Hintergrund kam Francisco? Was ist über seine Familie bekannt? Man könnte zunächst natürlich annehmen, dass es sehr arme Leute gewesen sind, weil die Kinder zum Hüten der Schafe abgestellt wurden. Es war keine reiche Familie, ganz sicher nicht, aber sie lebten vom Ackerbau und eben von ihren Tieren. Wir wissen, dass die Familie Martor aber auch Angestellte hatten. Die Rede ist von Knechten und Hausmädchen. Also das gab es alles. Es war keine arme Familie, aber auch keine besonders reiche Familie. Die Kinder haben einmal von sich aus darum gebeten, zum Hüten gehen zu dürfen, steht in den Akten. Und die Mutter Olympia hat es dann zugelassen. Also es war sowas, was die Kinder eigentlich auch wollten. Nicht aus der Not geboren, dass sie helfen mussten, sondern sie wollten mithelfen wohl. Das familiäre Gefüge war sehr dicht.
Der Francisco war das 8. Kind seiner Mutter und das 6. Kind seines Vaters. Also die Mutter war schon verwitwet und hatte mit dem ersten Mann 2 Kinder. Und die Beziehung zu allen Familienangehörigen wird als sehr eng beschrieben. Also es war ein sehr guter Zusammenhalt in dieser Familie. Und ich würde sagen, dass die Kinder in der Familie Mato wohlbehütet aufgewachsen sind, auch im Glauben. Es wird davon berichtet, dass man abends gebetet hat und dass der sonntägliche Kirchgang eine Selbstverständlichkeit war. Francisco und Jacinta waren Geschwister. Lucia war ihre Cousine. Sie wohnten alle nebeneinander. In welcher Beziehung standen denn die drei zueinander schon vor den Erscheinungen? Die Verbindung wird nicht geschaffen durch die Erscheinungen. Also wir wissen davon, dass das Ehepaar Marto gerne Kontakt pflegten mit Antonio und Maria Rosa dos Santos, also die Eltern von Lucia. Sie waren ja verwandt und auch befreundet. Das waren so die ersten Ansprechpartner im Ort, obwohl beide Marto-Eltern ganz großes Ansehen genossen im Aljustrel. Und wenn man Kontakt pflegt eben zu diesem befreundeten, verwandten Ehepaar, dann war es eine Selbstverständlichkeit, dass Lucia mit ihnen natürlich Kontakt hatte und dass sie befreundet waren. Sie haben vorhin erzählt, dass Francisco die Marienerscheinungen anders erlebt hat als Lucia und Jacinta. Er sah zwar die Mutter Gottes, hörte aber nicht, was Lucia mit der Mutter Gottes gesprochen hat. Wie erklären Sie sich den Unterschied? Gibt es da irgendeine himmlische Pädagogik, die da dahinter stecken mag? Zum einen glaube ich, dass er ein wichtiger Zeuge ist, also für uns, dass er das geglaubt hat, ja, dass er auch Lucia geglaubt hat, was sie gesagt hat. Und zum anderen ist es natürlich auch eine gewisse Pädagogik ihm gegenüber. Es fördert ja so die Demut zu ertragen, dass anderen etwas geschenkt ist, was mir nicht geschenkt ist. Aber er hat es in wunderbarer Weise auch angenommen und ist damit auch Vorbild. Ja, es gibt ja im Glaubensleben auch solche Situationen, dass sowas wie Eifersucht oder Neid aufkommt, weil einer besser beten kann oder tiefer im Glauben offensichtlich oder scheinbar steckt. Und der kleine Francisco lehrt uns da auch, demütig zu sein. Unsere liebe Frau von Fatima ist nicht nur 1917 den Kindern erschienen. Es gab noch mindestens eine weitere Begegnung 1918 oder Anfang 1919 erschienen die Mutter Gottes Jacinta und Francisco. Wie verlief diese Begegnung? Was weiß man darüber? Wir wissen nicht genau, das schreibt der Lucia in den Erinnerungen, wir wissen nicht genau, wie diese Begegnung der Mutter Gottes mit den beiden Kindern vonstatten gegangen ist. Wir wissen aber, dass dem heiligen Francisco der nahe Tod angekündigt wurde und der heiligen Jacinta, dass sie schwere Leiden zu ertragen hat und ins Krankenhaus kommt. Francisco war noch ein Kind, als er mit der spanischen Grippe sich infizierte und dennoch strahlte er Hoffnung aus. Inwiefern war er ein hoffnungsfroher Mensch, auch angesichts des Todes? Was sich durchzieht ist, das haben wir bei diesem Beispiel mit den beiden Damen gemerkt, die nach dem Beruf gefragt haben, dass der Francisco wirklich vom Himmel berührt worden ist und für ihn der Himmel keine Glaubenssache mehr war, sondern eine Realität. Und er hatte keine Angst vor dem Tod. Im Gegenteil, man kann sogar von einer gewissen Todessehnsucht sprechen, bei Gott zu sein, in den Himmel zu kommen. Und von daher ist auch diese Krankheit, die er als Weg nutzt, Jesus zu trösten, das anzunehmen. Wie oft sagt er Jacinta, wenn irgendwas Schlimmes ist, wenn sie geweint hat am 13. August 17, opfern wir es auch für die Bekehrung der Sünder, machen wir etwas Gutes daraus. Also wirklich das umzusetzen, was die Mutter Gottes gesagt hat. Macht aus allem, was ihr tut, ein Opfer und tut es in Liebe zu Gott. Und so versteht er auch seine Krankheit. Er hat nie geklagt. Er hat seine Medikamente genommen, wird berichtet, ohne ein Murren, so schlimm sie auch geschmeckt haben. Er hat das alles getragen und so war er nicht nur hoffnungsvoll, sondern auch hoffnungsspendend für alle, die ihn verehren oder die sich mit seinem Leben beschäftigen. Am 4. April
1919 war es aber soweit. Francisco ist gestorben an der spanischen Grippe. Unter welchen Umständen ist er gestorben? Er hat sich ja Ende 18 quasi angesteckt. Es war so eine Epidemie, es sind ja Millionen von Menschen gestorben in Europa und dann war es kurz besser und dann gab es wieder einen Rückfall zu Weihnachten 1918 und dann wurde es immer schlimmer, immer bedrohlicher und dann begann wohl auch das Sterben. Am 3. April bekam er die letzte Ölung vom Priester gespendet und empfing zum allerersten Mal die heilige Kommunion sakramental, also 1916 beim Engel in mystischer Weise, aber dann auf dem Sterbebett quasi zum ersten Mal die Erstkommunion oder die Erstkommunion empfangen. Und es wird berichtet, dass er sich sehr, sehr gefreut hat natürlich, dass er sehr froh war. Und am 4. April ist er so gegen 22 Uhr gestorben. Es wird noch berichtet, dass er tagsüber zu seiner Mutter sagt, schau mal zum Fenster, wie wunderschön ist das Licht. Das berichten andere auch in den Seligsprechungsakten. Und da kommt wieder das Licht, ja, was ihn so begeistert hat. Und das Licht spielt ja an sich in Fatima eine sehr große Rolle. Und man sagt, dass er ohne Todeskampf mit einem Lächeln auf den Lippen gestorben ist. Es war jahrhundertelang kirchenrechtlich verboten, Kinder, die keine Märtyrer waren, selig zu sprechen. Johannes Paul II. Hat dies geändert mit dem neuen Kirchenrecht, mit dem CIC von 1983. So konnte er also Jacinta und Francisco selbst selig sprechen am 13. Mai im Jubeljahr 2000. Warum begrüßen Sie die Änderung des Kirchenrechts in diesem Punkt? Jesus sagt ja selber, gerade wenn die Jünger sich streiten, wer der Erste ist und wer wichtig ist, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und gerade die Erscheinungen von Fatima und alles, was damit einhergeht, macht ja deutlich, dass Kinder tatsächlich für den Himmel eine sehr große Rolle spielen und dass Kinder berufen sind, heilig zu werden. Sie sind nicht die ersten heilig gesprochenen Kinder, aber die ersten Kinder, die nicht das Martyrium erlitten haben, denken wir an eine Maria Goretti oder andere jugendliche Heilige. Und Johannes Paul II. War ja jemand, der gesagt hat, egal wo du lebst, in welchem Stand du dein Leben gestaltest und auch egal wie alt du bist immer zur Heiligkeit berufen. Und gerade durch diesen Schritt 2000, diese Kinder selig zu sprechen, hat er dem natürlich besonderen Ausdruck gegeben. Selbst die Kleinsten, selbst die ganz Kleinen sind berufen, ein heiligmäßiges Leben zu führen. Ganz herzlichen Dank, Herr Vikar Stadtmüller, für Ihre Erläuterungen über den heiligen Francisco Martyr von Fatima und Ihren Besuch im Studio von Kirche in Not in München. Sehr gerne. Das war Spirit mit Vikar Christian Stadtmüller, dem Leiter des Fatima-Weltapostolats in der Diözese Würzburg. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Spirit-Sendung wünsche ich Ihnen alles Gute. Behüt Sie Gott.